ein Alibi zu besorgen, bevor ein Mord geschieht, von dem sie vorher absolut keine Ahnung haben konnten. Konsequenterweise habe ich dort ahnungslos in meinem Buch gelesen und es war kein Gärtner da, der zufällig vorbeikam und respektvoll ein Stirnhaar berührt auf die Taschenuhr sah, die er von seinem Großvater mütterlicherseits geerbt hatte. Kurz gesagt, Monsieur Poirot, ich habe nicht die Spur von einem Alibi. Natürlich hätte ich die Gipfelspitze erklimmen können, wie eine Gemse, und wäre dann über die berühmten Stufen, von denen wir alle gehört haben, heruntergeklettert, hätte mich heimlich von hinten an sie heranschleichen und sie mit meinen kraftvollen Händen erdrosseln können. Aber unglücklicherweise habe ich das alles nicht getan. Sie sehen, ich habe ein plausibles, handfestes Motiv, aber kein Alibi. Nächste Frage. Die nächste Frage ist, was haben Sie getan, nachdem Sie damit aufhörten, unbeobachtet im Garten zu lesen? Ich ging auf mein Zimmer, leider schon wieder unbeobachtet, und habe mich fürs Tennis umgezogen. Ich war etwas durstig und habe geklingelt. Natürlich kam niemand. Wohin das verdammte Personal immer dann verschwindet, wenn man es gerade braucht, bleibt ein Geheimnis, das wert wäre, von ihnen aufgedeckt zu werden. Ich drehte den Wasserhahn auf, aber es kam kein Tropfen. Offensichtlich badete jemand, und zwar so, als ob er die Arche Noah flott machen wollte. Eine verdammt merkwürdige Zeit, um ein Bad zu nehmen, sagte ich zu mir. Wie dem auch sei, ich zog mich um und erschien passend gekleidet in meinem Fred Perry-Anzug auf dem Tennisplatz. Genau um 12.30 Uhr. Ich traf dort Daphne und Marshall. Mrs. Redfern kam ein paar Minuten später. Und damit, Monsieur Poirot, bin ich mit meiner Verteidigungsrede zu Ende. Sie waren sehr witzig, Monsieur, aber kein Alibi ist immer noch dein Alibi. Suchen? Ich habe es hier drin. Ich habe es benutzt, um alles für Sie zu überprüfen. Ich lag falsch mit diesen Cherchez-Lafans. Tut mir leid, aber dafür weiß ich jetzt, wonach wir suchen müssen. Rexy ist der Einzige, der dafür in Frage kommt. Ich zeige es Ihnen. Kommen Sie her. Um 11:30 wurde Alina Marshall von Horace Blatt lebend hier zurückgelassen. Er ist dann ungefähr hierher gekommen und zur selben Zeit waren Myra und Patrick genau hier. Linda und Christine waren hier. Kenneth war hier und ich war bei meinem Personaltreffen. Daher kann es niemand anders gewesen sein als unser genialer Kolumnist. Und ich weiß sogar, wie er es gemacht hat. Oh, wirklich? Absolut sicher. Wissen Sie, ich habe neulich in einem Magazin einen Bericht über eine Frau in Malaya gelesen. Die Ärmste wurde von einer riesigen Muräne ersäuft. Sie kam aus einem Loch herausgeschnellt und mit den Zähnen zog sie sie auf den Grund des Meeres. Sie hat sich am Hals an ihr festgebissen. Das war's, was mir noch fehlte. Passen Sie auf. Rex Brewster hat sich ungefähr hier im Wasser in der Bucht versteckt. Und dann, als Alina mit ihrem Tretboot hier ankam, ist er plötzlich aufgetaucht, hat sie heruntergezogen und... Ja, ist wirklich interessant, Madame, aber der Haken ist, dummerweise ist Madame Marshall nicht ertränkt worden. Ebenso wenig wurde sie tot gebissen. Noch unglaubwürdiger wird ihre Theorie durch die Tatsache, dass inzwischen bewiesen wurde, dass Monsieur Brewster hier war. Hier in der Gallbucht zusammen mit Mademoiselle Linda um 12 Uhr. Und niemals hätte Monsieur Brewster es geschafft, hier von der Gallbucht die Ladderbucht in einer halben Stunde zu erreichen. Das ist wirklich nicht sehr nett von ihm. Ich meine, wenn er es nicht war, wer dann? Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Jeder hat ein Alibi. Oh nein, nicht jeder, Madame. Monsieur Garner hat zum Beispiel kein Alibi und offenbar ist er noch stolz darauf. Oh, aber natürlich hat er eins, ein felsenfestes. Was sagen Sie mir da, Madame? Um diese Zeit habe ich, wie ich schon sagte, mein Personaltreffen und habe bei dieser Gelegenheit das faule Pack ein bisschen zur Schnecke gemacht. Und Andreas besonders. Ich habe ihm klargemacht, dass es keinen Grund gibt, ihr Curry de Poulet Vendaloo so scharf zu machen, dass sie Blasen auf der Zunge bekommen. Als ich zwischendrin mal kurz aus dem Fenster sah, bemerkte ich Odell, wie er im Garten saß und las. Er war während des ganzen Treffens da. Das weiß ich mit Sicherheit. Was ist? Habe ich vielleicht irgendwas gesagt? Sie haben sehr viel gesagt, Madame. Oh, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen, keiner war es. Und doch haben wir leider diese dumme Leiche, Madame.